Uli Hoeneß wird wieder für das Amt des Präsidenten beim FC Bayern kandidieren. Das gab der Verein am Montag per Pressemitteilung bekannt. Der bisherige Präsident Karl Hopfner wird bei den Wahlen im November nicht mehr antreten. Dies haben die beiden in sehr angenehmen Gesprächen einvernehmlich so vereinbart, heißt es von Seiten des FC Bayern. Damit kehrt Uli Hoeneß zurück an die Spitze des deutschen Rekordmeisters. Im März 2014 wurde er wegen Steuerhinterziehung zu einer 3,5-jährigen Haftstrafe verurteilt. Im Februar diesen Jahres wurde der Rest der Strafe auf Bewährung ausgesetzt.